Oh, diese kleinen Härchen. Jesus. Uff. Na, ihr Käsekroketten, heute möchte ich wieder eine neue Maske mit euch ausprobieren. Die Isana Peel Off Sparkling Dream Maske. Die eisblaue glitzernde... What? Okay, das war... Ja, okay. Die eisblau glitzernde Isana Peel Off Sparkling Dream mit Vanilleextrakt und Pro-Vitamin B5 reinigt die Haut pur und tief und bereitet sie damit optimal auf die anschließende Pflege vor. Durch das Abziehen der getrockneten Maske werden abgestorbene Hautschüppchen, Teigablagerung und Verschmutzung gründlich entfernt. Bei regelmäßiger Anwendung wird Hautunreinheiten vorgebeugt und so das Hautbild optisch verfeinert. Bei regelmäßiger Anwendung wird Hautunreinheiten werden. Okay, egal. Reine und klare Haut ist das Ergebnis. You will see. Anwendung. Vor dem Öffnen durchkneten, nach der Reinigung der Haut großzügig und gleichmäßig ca. 2 mm dick. Auf das Gesicht auftragen, Augen- und Mundpartien aussparen, ca. 15 Minuten einwirken lassen, bis die Maske vollständig getrocknet ist. Es wird länger dauern. Reste mit lauwarmem Wasser abwaschen. Bei Bedarf 2 bis 3 Mal wöchentlich anwenden. Gut, also kneten. Okay. Ich hoffe, sie riecht auch nach Vanille und nicht nur nach Klebe. Ich benutze wieder einen Pinsel. Hallo. Hallo. Achso, haben Sie gerade mit dir? Ja. Okay, ich mache mir einen Schokomikro. Okay. Kriege ich auch ein? Okay. So, erstmal drauf. Ups, ups, ups. Okay. Oh, die Farbe ist toll. So, Perlmutt. Tatsächlich so viel Vanille drin, dass ich eher die Vanille als den Kleber rieche. Was ist das? Allein für die Farbe hat sich das schon gelohnt. Das ist mega cool. Ich lasse das jetzt trocknen. Es fühlt sich gut an, es riecht gut. Ich bin komplett gehighlightet. Ja, ich lasse das jetzt trocknen, egal wie lange es dauert. Es ist jetzt 19.13 Uhr. Mal sehen. So, ich glaube, wir haben jetzt 20 Minuten gewartet. Hier unten preppt es schon ganz schön doll. Hier ist es schon so gut hier auf. Hier, wo ich so unsauber aufgetragen habe, wo sich so Bröckchen gebildet haben. Also es ist jetzt nicht sticky, aber ich merke, da kriege ich es nicht so ab. Erstens mal Farbe 10 von 10. Easy. Wieso schnaufst du da? Oh, diese kleinen Härchen. Uff, oh, seht ihr, wie rot mein Gesicht da ist? Oh. Au, 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 au. Oh.
bis auf hier, wo es so dick war. Oh, total rot. Bis hier runter. Oh ja, das seht ihr. Na, hier richtig Bock drauf jetzt. Hier. Oh. Aber es geht super ab. Also auch da, wo ich dachte nicht. Zu nah am Auge. Ach so, da habe ich gekleckert. Wow. Kann ich irgendwas sehen? Ich sehe gar nichts. Ich habe mir vorhin Videos angeguckt mit dem Mikroskop. Oh, ekelhaft, aber cool, aber ekelhaft. Ich kann jetzt nichts sehen. Ich sehe nur hier, obwohl das noch so ein bisschen feucht ist, ist es ja wirklich 1A runtergekommen von der Haut. Au! Ich sehe, dass es trocken ist. Der Schlüppi. Ja, wie sieht meine Haut aus? Sie sieht wieder gut aus. Die Rötungen lassen langsam nach. Sieht ein bisschen geglättet wieder aus, ne? Ich weiß nicht, was diese Peel-Off-Masken machen, aber gerade so Stirn. Läuft. Mit warmem Wasser abmachen. Ich nehme jetzt meinen 5-fach Vergrößerungsspiegel. Trockene Haut, trockene Haut. Das ist ein bisschen crazy jetzt gerade. In diesem riesigen Vergrößerungsspiegel sehe ich natürlich jede Trockenheit und alles, was nicht so regelmäßig ist. Und hier. Und hier in dem Bereich habe ich so gut wie keine Sommersprossen, aber hier, und hier auch. Also so in dem Bereich habe ich fast keine Sommersprossen. Meine Haut fühlt sich gut an, nicht so krass wie nach der Aktivkode von Today. Ich habe echt viele trockene Hautschüppchen noch, obwohl es ja hier hieß. Durch das Abziehen der getrockneten Maske werden abgestorbene Hautschüppchen, also leben tun die nicht, unter anderem halt entfernt. Also hier, und ich sehe es jetzt sogar auch ohne Spiegel, weil ich weiß, wo ich suchen muss. Hier, das ist alles trocken. Okay, das ist Maske, aber hier in dem Bereich, also die üblichen Stellen halt auch. Fazit. Die Farbe der Maske, volle Punktzahl. 10 von 10. Das Ergebnis ist völlig in Ordnung. Es macht zwar nicht das, was es verspricht, also halt die trockenen Hautstellchen, die ich noch habe und die ich auch sehr gut sehen kann, sind halt noch da. Ansonsten, die Haut fühlt sich okay an. Jetzt nicht so krass wie nach der Peel-Off-Maske von Today. Da war das wirklich so. Wirklich. Da war es 10 von 10. Hier ist es so. Ja, 7. Also nicht nichts oder nicht nur okay, sondern ist schon gut so. Ich wollte jetzt sagen, es ist schon okay so. Aber nicht okay, sondern es ist gut. Aber nicht halt so. Also wenn du etwas hast, wovon du halt schon so begeistert bist und dann etwas kommt, was zwar gut ist, aber nicht so toll, you know. Das Abziehen, das war schmerzhafter. Das tat überall weh, außer am Kinn, weil es da so gut wie ab war. Auf der Nase tat es nicht weh, aber Stirn und Wangen. Und ihr habt ja gesehen, wie gerötet meine Wange war. Das war also Schmerzfaktor 10 von 10, weil echt schmerzhafter. Also ich würde sagen, 3 von 10 ist... Könnte auf jeden Fall schmerzhafter sein, aber
Nicht, dass ich das wollen würde. Ihr versteht, was ich meine. Alleine für die Farbe. Super, ich werde sie weiter benutzen, weil ich sie ganz gut finde. Ich finde sie jetzt nicht so drüber. Ob ich sie mir nochmal kaufen würde? Achso, es ist eine Limited. Es ist gerade eine Limited Edition. Also wer sie ausprobieren möchte, aktuell ist sie auf jeden Fall noch da. Ich packe sie auch unten in die Infobox. Und ja, ansonsten, ich versuche mal hier so das Vorherbild ranzumachen, damit man die Unterschiede sehen könnte. Dann hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Falls du noch Interesse an anderen Maskenvideos hast, kannst du gerne ein Abo dalassen oder einfach mal bei mir rumstöbern. Und ja, dann wünsche ich dir noch was. Bis dahin.